Hell yeah. Zwei Kapitel noch, dann ist durch. Es wird gut. Ich freue mich. Das muss ich hiermit wieder bestätigen. Spiel fortsetzen. Ab in den Leuchtturm. Und ab geht's. Hallo Kolfabi. So, ich muss ehrlich zugeben, ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Hier hoch. Currently. Es fängt wieder so an zu ruckeln. Schön. Hier? Ja. Kapitel 6. Asche zu Asche. Staub zu Staub. Indem wir auseinanderfallen. Bam, bam. Ich will nicht fallen. Fallen ist doof. Finale. Oh. Noch nicht. Finale. Noch nicht. Oh. Jo, gleich brennt einfach der ganze Wald. Ich weiß nicht, ob ich noch so aufnahmefähig bin. Schaffst du. Asche zu Asche oder wie Diana es nennen würde, erstmal eine Kippe. Weg. Kannst du auf die Ecke gehen und da oben das Secret holen? Ah, kann ich rein theoretisch, ja. Hallo. Jawohl. Und jetzt musst du, glaube ich, sowieso hier drauf gehen, damit. Oder du kannst einen Walljump machen. Nee. Doch, klar. Ja, kann ich, aber. Nochmal schön hier alles abgefordert, was wir das ganze Spiel über gelernt haben, Diana. Ich habe so keinen Bock, ne, dass gleich uns wieder irgendwas jagt. Ich möchte das nicht. Ah. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob das so stehen bleibt. Nein, bleibt's nicht. Du musst erst von da auf da springen und dann kannst ja, du. Ja, ich sehe es. Wo jetzt? Warte. Moment, vielleicht kann ich sogar. Ah, nee, warte. Willst du dran vorbeilaufen? Ja. Okay. Dann lauf dran vorbei und halte dich dann daran fest. Eigentlich von oben dran vorbeilaufen. Mhm. Hallo. Genau. Dran festhalten und ziehen. Ich halte mich dran fest. Nee, hoch. Du musst hoch. Hä? Ja, und jetzt? Mhm. Nein? So, anscheinend auch, aber ich hätte gedacht, es geht anders. Egal. Wir haben es. So. So wie du musst deinen Knoten lösen, ich glaube mit Kreis. Ja, und jetzt kannst du bei mir hoch. Sorry, sehe es mir später auf YouTube an, das ist schade. Sag mir doch bitte, wann der nächste Livestream ist. Eigentlich täglich. Einfach vorbeikommen, gucken. Ja. Würde auch auf YouTube angekündigt, auf Twitter. Mal einen Kreis machen, das ist wichtig. Das würde, oh, guck mal, da ist eine Kippe, Diana. Willst du? Hier. Da. Ich sehe keine. Alter. Ich sehe keine. Wo ist die Kippe? Oh, das könnte unter Strom sein. Glaubst du? Ich glaube. Hab so eine Vorahnung. Bin ich mir nicht sicher. Nein, morgen gibt's aber auf jeden Fall auch einen Livestream von. War morgen irgendwas? Ne, morgen ist nur Donnerstag. Ja klar, komm, fickt euch doch. Oh, jawohl. Der Wald brennt. Der Wald brennt. Der Wald brennt. Der Wald brennt. Alles ist aus Holz. Der Wald brennt. Begeistert. Geh du durch. Versuch du da. Ah ne, scheiße. Das muss erst so bleiben. Geh du durch, dann lass mich machen. Warum halte ich mich an dich fest? So, jetzt zieh das mal. Das ist ja gar nicht gerade voll Action. Warum hältst du dich an mir fest? Ich halte mich nicht an dir fest. Doch, irgendeinen Knopf musst du drücken. Ja, der war's. Ja, ich glaube, wir sind dran. Ja, ja. Hä? Ich habe auch keine Ahnung, warum das manchmal dann festhält.
Ja, dann lass uns einmal hier sterben. Das bringt jetzt ja nichts. Hui! Dann spring du mal einmal hoch. Jetzt rechts mit dem Walljump. So, jetzt versuch mal mit dem Walljump darauf zu springen. Ach ja, sorry. Okay, das kann nicht funktionieren. Ne, vielleicht muss das aber auch gar nicht. Glaubst du? Jetzt halte ich dich nämlich auch irgendwie ganz komisch fest und ich weiß nicht warum. Nein, das ist der Faden, der zwischen uns... Ne, ich glaube, ich muss wirklich das so weit ziehen. Ja. Dann muss man da richtig komisch springen. Okay. So, dann einmal hoch. So. Ja, jetzt oben festhalten. Wo? Du oben, spring. Schwingen, genau. Jetzt oben auf den grünen Trecker. Warum? Schwing, rüber auf den Trecker. Das will schon wieder nicht. Ich raste aus. So, jetzt festhalten. Ist aber gut, dass so ein Waldbrand sich erst langsam verbreitet. Na, sagen wir es nicht zu früh, das ist langsam. Oh, komm mal da hinten. Total langsam. Ja, Diana, renn rein. Ich stelle mich die ganze Zeit schlafen, damit meine Eltern mich nicht erwischen. Jetzt bin ich reingerannt, weil ich gelesen habe. Das finde ich sehr witzig. Das ohne Scheiß, das, ich habe so ein bisschen Nostalgiegefühl. Ja. Ich hatte immer meinen DS. Ja, ja! Dann, wollte ich gerade sagen! Und dann habe ich Animal Crossing gespielt oder so. Boah, wir werden jetzt sauschnell verfolgt. Da kommen manchmal so Funken, echt rasant schnell. Boah, war ich gerade schnell. Das war echt sick. Ich habe einfach Angst. Tobi hat es eben, hat es letztens auch nochmal gesagt. Was geht denn jetzt ab? Wir sterben. Nintendox für die Switch wäre der absolute Wahnsinn. Ich. Komm mal einmal hier nach hier, ganz links. Stell dich mal in die Kuhle. Man da so schnell hin? Ich glaube, du schlägst mich auf mit dem. Ich will wissen, ob man auf den Stein kommt. Nein, nein. Das ist vielleicht mit dem Knoten. Ja. Ich ab in den Hasenbau. Weiß. Tobi, das hast du getwittert. Oh. Ja, du musst da oben, glaube ich, gleich ein Trampolin machen. Also, ich weiß nicht, ob ich zwei kann. Mein Garn ist jetzt auf jeden Fall im Eimer, jetzt musst du komplett hochspringen. Ja, wie das denn? Ja, dann geht das nicht mit meinen, dann musst du oben Dings machen. Wie bist du da gerade hochgekommen? Du springst, hältst dich daran fest, kletterst hoch. Was ist das? Ach Gott. Ja, bleib nur mal da oben. Alles okay, Schatz. Ich glaube, man muss jetzt sogar. Oh! So, jetzt oben auf den Stein gekommen. Sehr gut. Krass. Okay, also jetzt allein im vorletzten Kapitel wollen die jetzt gerade alles testen, was man so gelernt hat. Was ich sehr nice finde. Kommt bestimmt wieder irgendein wütendes Tier. Links werden wir von Feuer. Ich seh's. Wenn dir das so gefällt. Mann, ich muss so affig aussehen, ne? Ich find's schön, wie die sich immer wieder nach hinten umsehen. So nach dem Motto: Shit, shit, ass, shit, fuck, shit, fuck, shit, fuck, 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 was mach ich da unten? Ja, aber ich weiß auch nicht. Wie soll man denn hier weiterkommen? Ah, okay. Hab ich gerade nicht gesehen. Zieh dich einfach an mir hoch. Okay, das sollte durch. Du warst eigentlich schon auf dem richtigen Weg. Toll. Ich ertrinke. Komm einfach, zieh dich an mir hoch. Ah, jetzt wurde ich noch gefuckt, weil ich mich da oben nicht mehr gesehen habe.
ich will nach. Ja. Jawohl! Nein! Na, shit! Geh in mich rein. Bitte. Ja, komm her. Den musst du auf jeden Fall zur Seite ziehen. Fuck, gleich runter! Wenn ich eins hasse, dann sind es Mobile Games, ja. Machen halt einen Haufen Asche. Warum bin ich hier unten reingegangen? Weiß ich nicht. Sterben? Du kannst aber am Anfang stehen bleiben, weil dann kann ich dich gleich hochziehen. Ja. Aber es sieht so aus, als ob man da unten irgendwas machen könnte, ne? Ja, eben. Kannst du hoch? Aber muss man nicht. Also, vielleicht zur Ablenkung oder so. Alter, sind wir in einem fucking Vulkan? So viel zum Waldbrand, der sich langsam ausbreitet. Mutter Mario Waffles. Ja, jetzt können auch Bäume auf uns drauf fallen. Das Feuer. Oh, also, wir sind Fakire quasi. Wir könnten kurz auf Holzkohle drauf. Machen das Fakir auch oder sind die nur auf Nagelbretter unterwegs? Ich weiß es nicht. Guck mal, selbst der Funken hat so Tipp-Tipp gemacht. Schwingen? Dass ich das überlebt, was verfolgt. Keine Fähigkeiten. Oh nee, die schon wieder! Willst du mich rein? Ja. Beim Schwingen ist das halt echt irgendwie, finde ich. Hallo! Kreisglück. Nee. Doch, hast du. Nee. Was erzählst du? Geh nochmal gerne. Halt, bist du noch. Ich finde, wenn man das Spiel zu zweit spielt, ist es zu zweit schwingen mega anstrengend. Weil man sich irgendwie ganz komisch noch aneinander festhält, immer beim Schwingen. Feuer. Ah, okay, einer muss oben und einer unten lang. Ja, jetzt ist ganz im Arsch. Willst du unten lang? Der Weg sieht ehrlich gesagt nicht so einfach aus. Ah! Traurig wird und man dann irgendwie einmal seinen Faden irgendwie verliert. Dass man weiß, dass man auseinander will. Achtung, wir müssen das hier benutzen! Bin ich doof! Nee, alles gut. Ah, darüber springen! Nicht da drin stehen bleiben! Rüberspringen! Das war nicht meine Absicht. Wohl, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Du wolltest dich umbringen. Ja. Warum bewegst du dich nicht? Du hättest doch einfach nochmal hochspringen können. Wenn man auf dem Boden ist, kann man nochmal da drauf springen. Ich weiß. Jetzt bin ich so weg.
Weil das sich teilweise schneller bewegen kann. Aha. Ja, wenn man erdrückt wird, kann man schlecht sprechen. Weißt du, woran mich das gerade erinnert? Bei Super Mario Party, damals für den NES, gibt es ein Spiel, das heißt Grill Draxler. Und das ist ein 1 gegen 3 Spiel. Und da sind drei Leute auf einem Spieß. Du hast den Chat weggemacht und alles andere auch. Ich habe alles weggemacht. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber alles war suddenly hinfort. Ich habe den Chat einfach komplett zugemacht. Okay. Da ist er. So, weiter geht's. Yannick hatte einen kleinen Ausraster vorhin. Der Ausraster auf die Erdnuss. Nein! Ah. Falsche Richtung! Hab ich nicht. Yannick hat das Spiel einfach aus Versehen nebenbei dir installiert. Hoch! Grillklacks noch auf jeden Fall. Ja, nee. Da laufen drei einfach halt auf dem Spieß und dürfen nicht runterfallen. Das kenne ich sogar. Ja, ich weiß, weil ich dich darin schon abgezockt habe. Achtung, Tür! Die Sequenz haben sie aber auch echt nicht zu kurz hier eingebaut. Jawoll! Rüber! Ist Kapitel 7 ja auch einfach nur Credits. Hey. Das wäre jetzt auch ein gutes Ende. Oh oh. Wir müssen uns auf jeden Fall. Hier rein. Oh, hier runter. Bist du direkt in mich reingegangen? Nee. Komm wieder raus. Komm raus. Warum muss man hier so komisch rumgehen? Ich hab den Ausfallschirm. Ah ja, Feuer! Bist du wieder nicht ran? Ja, aber unabsichtlich dieses Mal. Also wirklich. Boah! Da war echt gut, dass man den Funken gesehen hat. Oh nee. Ich ertrinke. Janjan Feufeu? Kann den hier auch schieben. Was bringt das? Stell du dich mal unten hin. Ich glaube, ich habe schon eine Idee. Bisschen weiter zurück. Ja. Weiter zurück. Aha. Jetzt vielleicht? Jetzt kannst du mit dem Walljump auf jeden Fall hier hoch. Die Frage ist nun mal wieder. Nee. Musst du nicht? Kannst du nicht? Oh lol. Also du kannst den. Okay, bis dahin, dass du mich da hochschiebst, das geht. Was bringt das? Wir müssen halt wieder uns gerade trennen, ne? Das siehst du. Okay, dann hast du es jetzt gesehen. Nein, ich muss nicht. Kann ich jetzt mich einfach irgendwie hier alleine? Ja, da muss ich springen. Ja, da muss ich rüberspringen. Alter, belebt der eine da hinten gerade wen wieder? Sieht doch noch aus. Oder was macht der da? Nee, der... Oder nee, ich glaube, einer ist hingefallen und der zieht ihn irgendwie. Ja! Wir können irgendwie vom... Warum angekraxelt sein? Es ist traurig, weil das ist nie das Ende. Sie ist drin. Und die ist irgendwie stecken. Ja. Die hat Bands an. Ja, das habe ich auch gerade gesehen. Er ist ein eher. Ja, er ist ein eher. Die Musik hat im Waldbrand für eine richtig gute Stimmung gesorgt. Ja, fände ich auch. Sowieso finde ich die musikalische Untermalung hier richtig stark. Aber die macht mich auch sehr fertig. Ja.
Ich weiß nicht, ob man hier oben lang ganz schön krasse Abstände. Das war auch einfach voll unnötig. Vielleicht ja. Gab es da oben noch ein Secret, wenn man da ein riesiges Trampolin baut oder so einfach. Ja klar, aber sonst alles tutti. Guck mal, weil jetzt ist schon wieder komisch, weil... Jetzt halte ich mich an dich fest, obwohl ich gar nicht unbedingt... Lass mal los. Ja, und wie komme ich jetzt hin? Indem du dich daran festhältst? Nein. Nein. Weiß ich. Vielleicht auch nicht. Ja, ich muss... Festhalten, damit du schwingen kannst. Verstanden? Ja. Jetzt hältst du mich ab. Ich habe mich verhofft. Warum machst du das? Wir brauchen für nichts hier. Weil ich manchmal nicht... Halt mich einfach fest. Ja, ich komme manchmal nicht mit den Tasten klar. Deswegen sage ich ja schon mal rechter Knopf. Oder Kreis. Jetzt musst du dich da oben mit, ich glaube, dem hier festhalten, runtergehen, gedrückt halten die ganze Zeit und wenn du dann nach da geschwungen bist, loslassen. Ich will weiter. Ich kann nicht weiter runter. Da musst du einfach jetzt mit dem kleinen Schwung, das wird glaube ich auch reichen. Wenn du ganz nach links gehst, schwingen. Mmh. Ja, und jetzt loslassen. Ja, nee. Halt mich erstmal, wenn du da stehst. Los, los. Und dann musste ich dich noch festhalten. Du musst dich jetzt genau festhalten nach unten. Mit dem hinten festhalten, runter. Ganz nach unten, genau. Soweit du kannst. Jetzt ganz doll nach links schwingen. Ich kann nicht schwingen. Du schwingst ja auch hier mit, oder nicht? Nein. Wieso kann ich denn dann gerade schwingen? Geh mal nicht rein. Das heißt, ah, doch, da kannst du. Was? Hm? Musst du schon da. Ich glaube halt, man muss nicht unbedingt so machen. Dann wird das Ding umschlagen, glaube ich. Einer muss da drauf stehen bleiben und der andere muss hinterher schwingen. Ja. Soll ich schwingen? Wo ist das? Jetzt nicht mehr! Denn zu zweit gehen, die hier nur noch einen kaputt ist. Das ist auch eine legitime Option. Muss da einer schwingen? Ja. Das ist nicht euer Ernst. Achso, bei dem ist okay. Ich dachte, man muss auf so einem Ding, was schnell kaputt geht, schwingen.
Heilige Scheiße. Ja, du musst jetzt ganz nach rechts. Deswegen sag ich, du musst springen. Oh, schnell! Oh, das hier oben brennt auch. Sieht immer so aus, ob wir langsam den Wald verlassen. Alter. Wenn uns jetzt der Elch jagt, ne? Echt cool. Kriegen Call-Ups. Ne, die wollten... Wow. Wollen da rein? Vielleicht wollen die Pferde retten oder so. Da sind wirklich Pferde drin. Wir retten. Kiste schieben, Kiste schieben, Kiste schieben. Spring, spring, spring! Weil hier ist Arsch viel Feuer. Hier, was ist hier? Dings. Warum hältst du? Weiß ich nicht. Ja, du musst jetzt nachspringen. Du musst dich daran festhalten. Jawohl. Okay, runter. Feuer. Feuer! Oh nein, die Pferde. Oh, ich bin voll ins Feuer. Wie kann man da denn dann... Nee, ich schwinge einfach ins Feuer. An dem Ding schwingen ist hoch. Ach! Ah! Muss erstmal nass machen und dann können wir jetzt hier da rum und dann oben drauf. Dann kann ich... Boah, ich raff nicht. Du musst einfach hier nochmal anfangen. Genau, weil du machst jetzt Wasser. Hochspringen. Mehr? Nochmal? Warte. Ja. Jetzt haben wir die Pferde gerettet. We saved the horses. Weiter geht's. Oh Gott. Das ganze Ding stürzt nochmal ein.
Zwar ist ein ganzer Wald abgebrannt, aber wenigstens ist das Pferd nicht gestorben. Boah, ich habe gerade die brutalsten Rückenschmerzen meines Lebens. Yoga. Stühle. So, Freunde. Letztes Kapitel. Unravel 2. Es gibt zwei Arten von Menschen. Armes Pferd. Pferde können ruhig verbrennen. Die sind ja quasi Aliens. Zerfallen. Schließe Asche zu Asche ab. Jetzt bin ich... schön, man kommt aus dem Feuerlöscher wieder raus. Jetzt bin ich ehrlich gesagt sehr gespannt, wo das Finale ist. Oh hi, du hast das Ende des Videos erreicht. Wenn du jetzt noch mehr von mir sehen willst, kannst du sehr gerne hier vorbeischauen. Oder den Kanal abonnieren. Oder du schaust hier bei Twitter vorbei. Wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder.